Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Minigame Tuesday. Heute spielen wir PUBG. Ja, der Minigame Tuesday ist eigentlich eher gedacht für Spiele, die eher kleiner sind, sodass sich eine komplette Reihe dazu nicht wirklich lohnt. Da passt PUBG jetzt nicht wirklich rein, aber ich werde zu PUBG keine eigene Reihe machen, weil erstens habe ich nicht die Zeit, noch mehr Videos pro Woche zu machen und zweitens bin ich ziemlich schlecht in dem Spiel. Von daher, vielleicht spielen wir es ab und zu mal im Minigame Tuesday, aber es wird keine eigene Reihe bekommen. So, gucken wir doch mal auf die Karte. So, hier dieser Komplex, der lacht mich eigentlich gerade so an. Würde ich mal versuchen, da hinzukommen. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter fliegen, vielleicht nach da. Oder eher hier so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, da gehe ich runter. Sehr gut, ein Rucksack. Die Muni brauche ich nicht. Polizeiweste, nice. Okay. Nahkampfwaffen eigentlich useless, aber warum nicht? Ich sollte aber mal so langsam gucken, dass ich in die Zone komme. Oh, eine Scar. Ich glaube, die nehme ich. Boah, hier auf dem Feld habe ich natürlich kaum Deckung, ne? Das ist natürlich eher suboptimal. Ja, aber ich muss in die Zone. Boah, das ist noch ziemlich weit. Vielleicht, ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht ein Auto finde. Ich meine, gut, die erste Zone ist jetzt noch nicht so heftig. Ich habe aber auch, oh, ein Helm. Das ist gut. Nice. Ich habe einen Schalldämpfer für die Scar. Okay, jetzt aber weiter. Der kleine Stopp hat sich gelohnt. Da vorne ist ein Auto. Okay, der ignoriert mich. Also ich vermute mal, der hat mich gesehen. Der wäre, glaube ich, ziemlich blind gewesen, wenn er mich nicht gesehen hätte. Aber der will wahrscheinlich auch einfach in die Zone kommen. Ich gehe mal hier ein bisschen rüber zu den Häusern, wo ich mehr Deckung habe. Ich habe Schritte gehört. Oh, da ist die Zone. Das ist jetzt nicht so gut. Ich glaube, von hier waren die Schritte. Ist zu weit weg, als dass ich gut auf den schießen könnte. Ich hätte hier einen Buggy. Soll ich den nehmen, ist die Frage. Wo ist die nächste? Nee, da komme ich hin. Zur nächsten Zone komme ich hin. Das lohnt sich nicht, dafür einen Buggy zu nehmen. Durch das laute Geräusch vom Buggy verrate ich nur meine Position. Das ist nicht so gut. Aber ich war halt jetzt recht lang in der Zone. Ich habe sehr viel Leben dadurch verloren. Hier waren halt schon Leute. Ich bräuchte Heal.
Okay, eine Rauchgranate ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber jetzt kommt schon die nächste Zone. Ja, ich muss weiter. Ich darf nicht noch mehr Leben verlieren. Okay, hier bin ich safe. Also in dem Haus hier kann ich noch mal gucken. Okay, Energy Drink, das ist nicht schlecht. Oh, ich bin in der Bombenzone. Ah, schade. Ja. Ah, der war in demselben Haus drin. Schade. Ja. Eine Runde können wir noch spielen, würde ich sagen. Okay, so. Wo gehen wir denn runter? Wir kommen von da. Würde ich sagen. Hier so finde ich eigentlich ganz sympathisch. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Okay, nice, schon mal ein Helm. Und da liegt direkt noch einer. Ja, nee, zwei brauche ich nicht. Eine Weste. Oh, ein Dreifach-Zielfernrohr. Nice. Okay. Bis jetzt gar kein so schlechtes Loot. Eine Waffe wäre nur vielleicht nett. Ja, zum Beispiel. Noch ein Medikit. Boah, wie viele Medikits habe ich denn hier bitte? Nice, Stufe 3 Rucksack. Okay, ich bin auch direkt bei der Zone. Okay, nice. Oh ja, besser, 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 besser. Dann brauche ich aber die 9 mm hier nicht mehr. Ach so, genau, stimmt, das Dreifachzielfernrohr da auf jeden Fall drauf. Okay, Schüsse ganz nah hier in der Nähe irgendwo. Aus der Richtung waren Schritte. Ich habe Zeit, ich bin direkt bei der Zone. Bis die Zone kommt, kann ich da hinkommen. Ich muss nur sicher sein, dass hier keiner ist. Da hat jemand eine Rauchgranate geworfen. Da unten ist einer. Ich bin aber zu weit weg, um gut auf den. Okay, der hat da vorne einen gekillt. Ich muss in die Richtung für die Zone. Dann gehe ich hier hinten hin. Da habe ich mehr Deckung. Ich will erstmal einfach nur in die Zone rein. Das ist wichtig. Weil die kommt da jetzt. Und da habe ich nicht unbedingt Bock drauf. Ja gut. Ich kriege jetzt ein bisschen Damage, aber ist nicht so schlimm.
Dann gehe ich jetzt erstmal hier unten ans Wasser. Hier bin ich erstmal in einer geschützten Position. So, wo muss ich als nächstes hin? Okay. Ich kann theoretisch einfach weiter an der Küste lang. Ich habe einen Schuss gehört. Aber ich muss dann halt über diese Brücke da, ne? Da steht jemand. Oder ist es ein Teil von der Brücke? Ich glaube, das ist ein Teil von der Brücke, oder? Ich kann natürlich auch schwimmen. Dann bin ich natürlich leichtes Ziel. Aber wenn jemand auf der Brücke steht, dann habe ich keine Chance wahrscheinlich gegen den zu kämpfen. Ah, hier in der Bombenzone sollte ich auf jeden Fall nicht bleiben. So. Obwohl hier ist vereist, da kann ich einfach rüberlaufen. Ja, ich glaube, das ist schlauer als oben auf der Brücke lang zu laufen. Das ist deutlich besser, ja. Okay, aber es ist noch relativ weit bis hier. Ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Wie gesagt, ich bin nicht der Beste in dem Spiel. Da haben Sie recht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge vom Minigame Tuesday wieder. Wenn wir dann wieder irgendwas anderes spielen. Irgendwann spielen wir sicher nochmal PUBG, aber nächste Woche natürlich erstmal wieder irgendein anderes Spiel. Bis dann.